Guten Morgen zu einem neuen Blick hinter Raum und Zeit. Bei mir ging soeben die Sonne hoch, es beginnt ein wunderbar schöner neuer Tag und ich hoffe, ihr seid voller Elan, kreativen Inspirierungen und auch sonst bei guter Stimmung. Tja, heute wollen wir uns auf Deutschland fokussieren. Deutschland, seine Entwicklung und die Analysen einzelner Personen, die mit der aktuellen Situation und dessen, was in Deutschland kommt, zu tun haben. Anfangen jedoch möchte ich mit einem Zeitungsartikel, der mir gestern zugesendet wurde, und zwar aus der Zeitung 20minuten.ch. Da geht es um die Situation in Deutschland. Der Titel lautet folgendermaßen, ich lese euch das vor. Wer ist eigentlich schuld am ganzen Schlamassel? Für den wirtschaftlichen Zerfall Deutschlands sehen manche Angela Merkel verantwortlich. Auch der Euro spielt eine Rolle. Und als nächstes kommt, und deswegen gehe ich auch auf den Titel ein, darum geht's. Und dann folgen einzelne Punkte. Interessant für die Sendung von heute der erste. Da steht nämlich, Deutschland befindet sich derzeit im perfekten Sturm. Interessant ist ja, dass ich darüber schon seit Jahren berichte. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal vom perfekten Sturm über Deutschland, über Europa sprach und schrieb, wurde ich als Pessimist, als Schwarzmaler, ja, als Verschwörungstheoretiker verschrien. Damals waren noch keine dunklen, schwarzen Wolken über Europa, so wie heute. Damals war es noch sehr spekulativ, für viele, nicht für mich, denn die Bilder waren klar. Umso mehr finde ich es interessant, dass heute, Jahre später, auch in der ganz offiziellen Tagespresse diese Begriffe benutzt werden für die Situation in Europa. Europa, nicht nur Deutschland, aber Europa befindet sich im perfekten Sturm. Und in solchen Momenten, auf der einen Seite freue ich mich natürlich, wenn ich sehe, dass die Tagespresse auch, ja, meine Analysen, die in den meisten Fällen schon lange im Vorfeld durch meine Visionen gezogen wurden, nun verspätet halt ebenfalls berichtet. Und mit einem Schmunzeln im Gesicht überlege ich mir dann, ob der oder die Autoren dieses Artikels vielleicht auch meine Veröffentlichungen lesen und sehen und dann nachträglich merken, dass das im visionären Himmel, was sie heute schrieben, eigentlich gar nicht so neu ist, sondern schon vor Jahren vorhergesagt wurde. Also wieder ein weiteres Zeichen dafür, wie effizient Prophezeiungen sein können, wenn sie bewusst eingesetzt werden. Und wenn man natürlich schon seit Jahren wusste, durch Veröffentlichungen von mir, dass über Europa nicht nur dunkle, sondern sehr schwarze Wolken zusammenziehen, hat man mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten, als wenn man es erst dann macht, wenn die Tagespresse darüber schreibt, weil dann ist es leider oft schon zu spät. Ich möchte heute mit der Aura von einzelnen Personen beginnen. Personen, die ich auch in der Vergangenheit schon analysierte. Und umso spannender ist es, wenn ich in der aktuellen Entwicklung über Personen lese, die ich vor Monaten oder Jahren bereits analysierte. Und speziell dann, wenn man auch sehen kann, dass das, was ich damals sagte, sehr gut mit dem übereinstimmt, was heute passiert. Wie wähle ich solche Personen aus? Es gibt ja unzählige von Politikern, Wirtschaftsführern, Künstlern, Sportlern, die immer wieder in der Tagespresse sind.
Ich kann natürlich nicht über alle lesen. Auf der einen Seite wähle ich jene aus, die mir von euch vorgeschlagen werden, oder aber auch solche, über die ich lese oder Berichte sehe und deren Aura mich beeindruckt. Es ist halt speziell in der Politik so, dass eigentlich ausnahmslos diese Politiker entweder ganz links oder radikal links oder ganz rechts und radikal rechts sind. Das ist deswegen, weil dies Personen sind, die sich mit etwas identifizieren. Ob man nun damit übereinstimmt oder nicht, ist ein anderes Thema. Ob man das gut findet oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber die Tatsache ist tatsächlich die, dass Menschen, die an den Rändern der politischen Gesellschaft gehen, also nicht in der Mitte, sind ganz einfach solche, die einen starken Charakter haben, die eine starke Vision haben, die einem inneren Antrieb folgen und sich einsetzen, währenddem die in der Mitte halt eher so die Mitschwimmer sind, die Fähnchen im Winde, meistens auch nicht so interessant. Sie können natürlich erfolgreich sein, aber trotz allem, wenn man sich dann rein auf die Aura fokussiert, sind das in den wirklich wenigsten Fällen solche, die dann auch tatsächlich eine interessante, eine wirklich visionäre Aura haben, weil in der Mitte mitzuschwimmen ist einfach, da geht man sehr oft auch opportunistisch einfach ein bisschen damit, wo es im Moment gerade für die eigene Position oder Situation am besten ist. Das ist ein bisschen wie mit Büchern. Aura lesen ist wie ein Buch lesen. Es gibt Bücher, die sind spannend, die sind packend, die sind tiefgehend, die sind tiefgründig, und dann gibt es solche, die sind ein bisschen oberflächlich, langweilig, und da ist man froh, wenn man sie wieder zur Seite legen kann. Eine dieser Personen, mit der wir nun beginnen wollen, über die berichtete ich bereits seit 5 Jahren. Es ist ein, damals war es ein junger österreichischer politischer Aktivist, Martin Sellner, der in den letzten 10, 14 Tagen gerade in der deutschen Presse sehr, sehr stark wieder vorhanden war, über den berichtet wurde, weil er an einer Besprechung, an einem Treffen teilnahm bei Potsdam. Ein Treffen, das sehr, sehr hohe Wellen schlug. Für die einen war es ein privates Treffen von Politikern und Wirtschaftsleuten und eben diesem Martin Sellner, der eingeladen wurde, um über sein Buch zu sprechen. Für die anderen war es eine Versammlung, die mit Wannensee 2.0 verglichen wird, weil es um Massendeportationen gehen würde. Ich war nicht dabei und möchte deswegen auch nicht auf die Hintergründe eingehen, darum geht es auch nicht. Bevor wir aber zu Martin Sellner und seiner Aura von heute kommen, möchte ich euch hier einen kurzen Ausschnitt zeigen meiner Vorhersage zu Martin Sellners Zukunft in der Politik. Dieses Video veröffentlichte ich in der 4. medialen Persönlichkeitsanalyse, und wer das ganze Video sehen möchte und die ganze Analyse zu Martin Sellner, der kann das über den Link, den ich unten im Informationsfeld hineinkopiere, sehen. Also, hier das vor 5 Jahren. Ich habe mich dann auch bei ihm politisch auf langfristige Entwicklungen konzentriert und konnte sehen, dass bei ihm die Verbindungen ins Ausland sehr wichtig werden. Das heißt, im Moment ist er ja noch sehr stark auf Österreich konzentriert und ist dort hauptsächlich aktiv. Mittellangfristig sehe ich ihn aber extrem viel herumreisen. Andere Länder, nicht nur deutschsprachig, und er wird auch mehr und mehr ein Akteur in anderen Ländern werden. Fäden zusammenziehen, zusammen spannend und so ein bisschen wie ein Bindeglied vielleicht auch zwischen verschiedenen Ländern und Richtung politischen Kreisen werden. Das war sehr spannend, ja. Ich habe gesehen, dass er in Zukunft zu einem Königsmörder werden wird. Das tönt jetzt vielleicht ein bisschen krass, bisschen hart. Was ich damit eigentlich meine, ist, dass er an die Macht und an noch mehr Kraft kommen wird, indem er jemand
auf der Seite lässt. Das heißt, es wird eine politische Allianz zwischen zwei Gruppen bestehen, in denen er nicht im Vordergrund ist. Und es wird ihm dann gelingen, durch das Ausscheiden der einen Person sich in deren Position setzen und dann so auf eine neue Ebene gelangen. Er wird sehr erfolgreich werden, auch langfristig sieht es gut aus für ihn. Gut, das Thema Schreiben wird für ihn noch einiges wichtiger werden, als es im Moment ist. Und also auch im Moment arbeitet er ja viel mit Videos, habe ich gesehen auf YouTube, aber da wird es eben auch das Thema Schreiben, kommt noch einiges stärker auf ihn zu. Wie die Zeit doch vergeht. Auch bei mir, wenn ich Videos von früher ansehe, stelle ich fest, wie ich mich verändere und die Jahre gehen an keinem vorüber. Ja, Martin Sellners Aura. Von damals übrigens, vor 5 Jahren, ging es um seine juristischen Auseinandersetzungen, die er hatte. Und ich sollte für einige von euch, die mich danach fragten, analysieren, wie ich die Entwicklung seiner juristischen Probleme sehen würde, ob er Probleme bekommt, ob er ins Gefängnis muss, ja oder nein. Ich sah dann Ausgänge, die sich dann auch so manifestierten. Damals war Martin Sellner ein junger Mann. Das konnte ich in der Aura sehen, auch in Bezug auf heute, weil ich wollte dann sehen, was ist der Unterschied von Sellners Aura damals und heute. Eben damals war er ein junger Mann, der mit dem Feuer, das andere legten, spielte. Heute ist er ein starker Mann, ein intelligenter Mann, der das Feuer selber legt. Nun über seine Zukunft, auch die analysierte ich neu, um zu sehen, ja, was kommt jetzt Neues oder Zusätzliches. Und da konnte ich sehen, dass er sich parteipolitisch festlegen wird. Er wird Teil einer Partei sein. Und was ich auch sehen konnte, ist, dass er in Zukunft Immunität erlangen wird, die er durch eine politische Person zugeteilt bekommt oder erlangen wird. Wenn ich mir solche Auras ansehe, dann vergleiche ich die auch mit anderen Persönlichkeiten, um zu sehen, mit wem haben sie Ähnlichkeiten, auf welcher Aura-Ebene ungefähr bewegen sie sich. Und hier konnte ich sehen, dass Martin Sellner sehr starke Ähnlichkeiten hat mit der Aura von Sebastian Kurz. Der Skandal, der um Martin Sellner gemacht wird, wird ihm zu guter Letzt zugutekommen. Werbung, Gratiswerbung für ihn, was wahrscheinlich nicht im Sinne seiner politischen Gegner war. Eine andere Person, die ich in der Vergangenheit auch schon analysierte, ist Sarah Wagenknecht. Und jene von euch, die meinen Videos folgten in den letzten Monaten, die haben gesehen, dass ich mehrere Videos über sie machte. Es ging darum, dass sie ihre eigene Partei gründen wird, das habe ich auch schon vor 4-5 Jahren vorhergesehen, als noch keiner daran dachte. Und als das dann natürlich aktuell wurde, habe ich 3-4 Videos über sie gemacht und bin darauf eingegangen. Sarah Wagenknecht ist aus dem sehr linken Spektrum, Martin Sellner aus dem sehr rechten Spektrum. Als ich Wagenknecht analysierte, wurde mir vorgeworfen, ich würde auf Walfangunterstützung gehen für die Wagenknecht, wieso ich die Kommunisten, die Linken unterstützen würde. Und wenn ich jetzt hier über Sellner spreche, werde ich wahrscheinlich denselben Vorwurf erhalten, dass ich da für die Rechten populistische Werbung machen würde. Ich mache natürlich für keinen Werbung, ich analysiere die Aura dieser Personen, egal ob links oder rechts, sachlich neutral beobachte, weil mir geht es nicht um die Partei, die Richtung, die eine Person vertritt, sondern um ihre Visionen, um ihre Aura, um ihre Bestimmungen. Ja, und wenn wir schon über Bestimmungen sprechen, möchte ich nun zur nächsten Person kommen, deren Aura ich auch wieder analysierte, aktuell für euch hier. Auch in der Vergangenheit analysierte ich diese Person schon. Es handelt sich dabei um Alice Weidel. Als ich hier
zur Vorbereitung für dieses Video die Aura von Sellner visualisierte, niederschrieb, dann nochmals an den Fall Sarah Wagenknecht dachte. Sebastian Kurz und natürlich auch seine Aura, meldet sich aus dem Hintergrund plötzlich die Aura von Alice Weidel. Und wenn sich eine Aura so meldet, dann hat sie auch immer was zu sagen. Ich schaute mir ihre Aura an und bekam plötzlich ein ganz komisches Gefühl im Magen. Mein Magen zog sich zusammen. Ich konnte Bilder sehen, die sehr schwierig waren. Und ich möchte an diesem Punkt eine Warnung aussprechen. Ich sehe dunkle Wolken, dunkle große Wolken an ihrem Horizont. Diese Wolken kommen immer näher. Und als ich die Standhaftigkeit, die Stärke, die Intensität der Wolken analysierte, konnte ich sehen, dass ihr Schicksal besiegelt ist. Eine Person, die ich nun beschreiben möchte, wurde auch in den letzten Wochen immer wieder von euch angefragt, um doch bitte in einen Blick hinter Raum und Zeit zu analysieren. Es handelt sich dabei um Hans-Georg Maaßen, auch ein deutscher Politiker, der in der letzten Zeit sehr stark von sich zu reden gab, auch wegen der Gründung einer politischen Partei. Ich habe mich dann auf seine Farben konzentriert und die sind, ich möchte euch jetzt mal ein Fallbeispiel der Farben geben, die sind um den Brustkorb sehr violett, rötlich-grün um den Kopf, sehr viel Orange mit Gelb durchzogen. Aus Persönlichkeitsschutzgründen gehe ich jetzt hier nicht auf Einzelheiten ein, aber es ist eine Aura, die sehr viel Schutz, sehr viel Kraft, sehr viel Dynamik zeigt und vor allem auch einen sehr, sehr interessanten Weg für die Zukunft. Und hier konnte ich sehen, dass nämlich auch diese, die Zukunft für ihn sehr positiv aussieht. Es wird ihm gelingen, seine Ideen durchsetzen zu können. Das heißt, auch das mit der eigenen Partei wird erfolgreich werden, seinen eigenen Weg, den er geht. Für später konnte ich sehen, und da muss er aufpassen, dass ihm eine Falle gestellt wird. Diese Falle aus Leuten, die ihm sehr nahe stehen. Diese Falle wird ihn aber nur zurückwerfen und nicht aus der Bahn. Von dieser Falle wird er sich erholen und es wird ihm dann in der Zukunft gelingen, Teil einer Regierung zu werden. Von Einzelpersonen möchte ich nun zu Deutschland wechseln. Und da wollten viele von euch wissen, ob ich sehe, dass die deutsche Regierung vor dem Herbst 2025 zurücktreten wird. Hier konnte ich Folgendes sehen. Es wird Scholz gelingen, sich in seinem Thron zu halten, sitzen zu bleiben bis zu den Wahlen. Innere Gegner werden ihn zwar schwächen können, die Regierung sitzt jedoch stabil und viel stabiler, als sich das seine politischen Gegner eigentlich wünschen würden. Dann habe ich mich auch noch darauf konzentriert, wieso es dann keine vorgezogenen Wahlen gibt mit den ganzen turbulenten Entwicklungen im Moment. Und da konnte ich das sehen, dass auch wenn die Opposition so tut, als ob sie sich das wünscht, auch diese kein wirkliches Interesse an vorgezogenen Wahlen hat. Also auch der Opposition kommt es entgegen, wenn sie mehr Zeit hat. Die Wahlen per se werde ich in einem späteren Blick hinter Zeit und Raum vertieft analysieren. Was ich hier sehen konnte, ist, dass bereits jetzt schon intensivste Verhandlungen über die kommenden Wahlen geführt werden. Das heißt, ich konnte im Pantheon der Regierung Deutschlands in dessen Aura sehen, wie hier schon wildeste Gespräche geführt werden, wie bereits jetzt schon die Fälle verteilt werden, obwohl noch so lange fehlt bis zu den Wahlen. Was ein Zeichen ist, dass dann schon viele Themen, Verbindungen, Allianzen vorgeknüpft sind und
viel weniger davon abhängen, was bei den Wahlen passiert, als was man im Hintergrund möchte. Scholz wird nächstes Jahr von den Grünen verraten werden. Er wird seinen Stuhl räumen müssen mit gesenktem Kopf, aber es ist ihm, und das konnte ich in seiner Aura sehen, es wird ihm irgendwo auch egal sein, weil seine persönlichen Ziele hat er erreicht. Für sich hat er das umsetzen können, was er wollte. Und damit sehe ich trotz allem auch eine gewisse Befriedigung bei ihm. Die Grünen werden stark bleiben und ich konzentrierte mich dann auf den Ausgang der Wahl, um zu sehen, was dies für die Kollektivdynamik und Entwicklung Deutschlands bedeuten wird. Hier konnte ich sehen, dass das deutsche Volk durch die kommenden Wahlen erneut zu den Verlierern gehören wird. Hoffnungen, dass sich etwas bessern wird, werden sich nicht erfüllen. Kommen wir wieder zur Aussage vom Beginn zurück. Deutschland befindet sich im perfekten Sturm und dieser perfekte Sturm, der zieht gerade erst so richtig auf. Als ich diese Zeilen schrieb, hörte ich so in meinem inneren Ohr den Bolero von Maurice Ravel. Der fängt schön leise an. Wird immer lauter, wird immer intensiver, wird immer kräftiger, bis er zum Schluss in einem explosionsartigen Höhepunkt aus musikalischer Harmonie und musikalischer Kraft sein Ende findet. Nun, Deutschland oder Europa in seinem Bolero befindet sich erst im Anfang. Und währenddem der Bolero von Maurice Ravel in einer schönen harmonischen Energie und Kraft und Dynamik endet, wird der perfekte Sturm Europas alles andere als harmonisch und positiv enden, sondern sehr schwierig und sehr viel anders. Sehr, sehr viel anders. Jene von euch, die meinen Videos der letzten 8 Jahre folgen, wissen, worauf ich anspreche, und ich werde sicher in späteren Videos erneut darauf eingehen mit neuen Analysen, weil dasselbe immer nur zu wiederholen ist auch nicht interessant. Auf jeden Fall befindet sich Deutschland in einem perfekten Sturm. Dieser perfekte Sturm ist in seinem Anfang jedoch schon so wild, dass er die Dächer der Demokratie anfängt, von der Grundstruktur wegzureißen. So wie bei einem Hurrikan in Florida oder in Haiti, wir kennen das aus den Bildern, wenn die Wände anfangen zu wackeln und die Dächer davon geblasen werden, die Türen eingeschlagen, die Fenster eingeschlagen. Das ist so das Bild, das ich für Deutschland habe. Das Grundkonstrukt Demokratie steht noch, es wackelt enorm, aber bereits jetzt schon ist das Dach dabei wegzufliegen, brechen die Türen ein, werden die Zäune des Gartens davongerissen. Ich arbeitete die letzten 23 Jahre sehr viel in totalitären Ländern Südamerikas, dem Mittleren Osten, aber auch Afrikas, Zentralasiens. Ich kenne die Aura dieser Länder, ich kenne die Entwicklungen dieser Länder, ich erkenne the wind of change in the streets, ich erkenne den Wind, wenn er anfängt durch die Straßen zu blasen und wenn er anfängt neue Dynamik in den Alltag der Menschen zu bringen. Und das, was heute in Deutschland passiert, das, was in Europa passiert, ist dieser Wind of Change. Ich schrieb übrigens auch dazu
vor vielleicht 2-3 Jahren einen Artikel, ich werde euch auch diesen hier verlinken, The Wind of Change in the Streets of Europe. Und dass, wenn ich das Gefühl, wenn ich durch die Straßen Europas gehe, erkenne ich diese nicht wieder. Von außen hin gibt sich Deutschland immer noch als Demokratie. Aber wenn ich mit Leuten spreche, in Deutschland, aber auch in Österreich, was ihnen im Alltag passiert, wie sie sich fühlen, so habe ich eher das Gefühl, dass ich mit Menschen in Russland spreche, mit Menschen in der Türkei spreche. Klar, noch nicht die Art von Autorität, wie wir es von diesen Ländern kennen. Aber wenn schon heute Familien, Eltern nicht mehr im Hause besprechen können, was sie wollen, weil sie Angst haben, dass ihre Kinder vielleicht im Kindergarten, in der Schule sich verplappern könnten. Wenn Menschen die Grundrechte entzogen werden sollten, Politiker, um sie zu schwächen, wenn es darum geht, dass eine Partei, weil sie in der Opposition ist, verboten werden könnte, dann ist das nicht mehr Demokratie, dann ist das nicht mehr das Deutschland, das ich kenne. Dann fühlt sich das nach Russland, dann fühlt sich das nach der Türkei an. Und dann kann man nicht mehr von einer lupenreinen Demokratie sprechen. Das war es mal. The wind of change, the storm of change ist schon zu stark, als dass man noch von Demokratie, nicht nur lupenreiner, sondern Demokratie, überhaupt sprechen könnte. Auch das Teil einer Entwicklung Deutschlands, Europas. Und was ich damals für Deutschland voraussagte, wurde noch als Schwarzmalerei gesehen. Pessimismus, Verschwörungstheorien. Und die Bilder, die ich mit meinen Visionen damals zeichnete, Bilder, die ich gesehen hatte und mit meinen Worten beschrieb, sind heute keine Bilder mehr, sondern zu einem guten Teil schon Fotografien, die wir in den Tageszeitungen sehen können. Nun auch immer wieder die Frage, was dagegen unternommen werden kann, um zu ändern, um zu verändern. In diesem Falle nichts. Der Wind of Change wird stärker werden. Der perfekte Sturm nimmt zu. Das globale Rad der Geschichte kann vielleicht ein wenig langsamer gedreht werden, aber es kann nicht angehalten werden. Wenn es nicht mal den Deutschen oder den Schweizern oder den Österreichern gelingt, ihren Weg der Demokratie aufrechtzuerhalten, sondern sich gegenseitig durch bewusst gesteuerte Taktiken zu hassen, sich anfeinden, sich bekämpfen und auch irgendwann sich bekriegen. Wie soll dies dann global gelingen können? Es geht nicht darum, Angst zu haben, sondern den Mut in sich zu finden, diesen Wind of Change so gut wie möglich hinter sich zu bringen, sich auf einen perfekten Sturm vorzubereiten, dass, wenn er so richtig zuschlägt, man zumindest nicht davon überrascht wird. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute, kraftvolle und trotz allem positive Zeit. Bis zum nächsten Mal.